Tschutschut! Herzlich willkommen zu Railway Empire 2 mit Journey to the East. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Schön, dass du mit dabei bist, lieber Train Manish. Ich würde die Forschung für die Brücken angehen. Vielleicht ergibt sich dadurch die Möglichkeit, die Brücke zwischen Budapest und Kecskemét zu optimieren. Zweigleisig. Eine coole Idee. Schauen wir uns gleich mal an. Du brauchst keine Ausweichstrecken, zwei doppelte Gleiswechsel, die man auf der freien Strecke einbauen könnte, würden da schon helfen. Gibt es aber leider nicht im Spiel, nur die Weichenköpfe vor den Bahnhöfen. Damit bezieht sich Train Manish auf meine Anmerkung, dass ich mir wünschen würde, dass man so Ausweichgleise bauen könnte, um beispielsweise Stau zu umfahren. Und da hat Train Manish vollkommen recht, man bräuchte ja gar keine neuen Gleise, man bräuchte eigentlich nur Gleiswechsel, die man hier reinbringen könnte. Wodurch wir dann beispielsweise einen liegen gebliebenen Zug links überholen könnten. Das geht leider nicht in diesem Spiel. Schade, dass es das nicht gibt. Das würde, glaube ich, nochmal ordentlich was hinzufügen. Wir sind gerade die Käsestrecke hier gefahren und jetzt fahren wir mal ganz kurz von Temeswar nach Shiget mit ganz vielen Menschen drin. Sehr schön. Und schauen uns mal an, was ihr sonst noch geschrieben habt. Sven sagt, ich weiß gar nicht, was ich diesmal schreiben soll. Läuft hier alles? Freut mich sehr zu hören, lieber Sven. Vielleicht hast du ja heute was zu sehen, was du eventuell optimiert haben möchtest. Stefan sagte, der auf dem Berg reitet, schönes Bauprojekt, wirklich gelungen. Freut mich sehr, lieber Stefan, schön, dass du dabei bist. Mit dir können wir nicht nur Fahrradwege reiten, sondern auch mit unseren Zügen Berge, richtig stark. Blue Ocean Side sagt, und wir lieben dich für deine tollen Videos, sonst wären wir nicht hier und würden nicht wie solch Verrückten kommentieren. Vielen herzlichen Dank für deinen super lieben Kommentar, Blue Ocean Side. Ich kann das nur an euch alle zurückgeben. Schön, dass ihr da seid. Freut mich riesig, dass wir das hier gemeinsam erleben, dass ihr auch so investiert seid. Das macht es viel, viel cooler und immersiver, auch aus meiner Sicht. Das ist richtig cool. Schön, dass wir das hier gemeinsam erleben dürfen. Zoggen schreibt, kurze Frage, hatten wir nicht im Osten noch zwei Städte, die wir noch anschließen wollten, ohne eine Lizenz kaufen zu müssen? Hinter Debrecen. Ja, absolut. Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Ansonsten gefällt es mir ganz gut und du siehst nun live, was ich schon vor einigen Folgen mit dem Honig gemeint habe. Die Strecke steht und es ist eingerichtet, aber manchmal schaut man einfach dabei zu, wie die Zeit abläuft und nicht wieder Honig transportiert wird. Ich befürchte auch, dass nur die Direktlieferungen, also ohne das dortige Lager, zählen. Macht aber Spaß, dir zuzuschauen. Sehr entspannt. Vielen Dank, lieber Zorgen. Schön, dass du dabei bist. Und wir werden uns das gleich nochmal anschauen mit den zwei weiteren Städten und natürlich, wie weit es jetzt mit dem Honig vorangeschritten ist oder ob wir da nochmal in die Optimierung rein müssen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das mit dem Lager zählt, aber Honig ist halt auch einfach eine Ware, die wird, wie viel nachgefragt, 0,7 die Woche bei einer großen Stadt. Puh, das wird schwierig, das noch hinzubekommen, aber wir gucken mal, ob wir sonst den Honig in alle fernen Länder noch hinliefern. Das kriegen wir irgendwie hin. Funem! Sehr schön. Nun ist es, glaube ich, an der Zeit, die kleinen Städte zum Beispiel im Dreieck mit Umsteigebahnhöfen anzuschließen. So, da gucke ich mal ganz kurz rein, damit wir wissen, was du meinst. Also, du meinst, glaube ich, Shiget, Temeswar, Novi Sad, nicht wahr? Hier diese Städte mit Umsteigebahnhöfen anzuschließen. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Weil wir haben ja jetzt eine Strecke von Pressburg nach Budapest, Budapest Kecskemét, Kecskemét Shiget, Shiget Temeswar, Kecskemét Novi Sad, Novi Sad Osijek. Also wir haben ja hier tatsächlich überall die Möglichkeit, dass die Leute umsteigen. Oder meinst du ganz, ganz dedizierte Personenzüge, also nicht nur Mixzüge? Weil wir haben das jetzt so gemacht, dass wir haben ja auch wirklich nicht so viel, ja, was geliefert wird. Wir nehmen jetzt hier Brot und die Passagiere mit und die steigen dann entsprechend um. Wer jetzt von Shiget nach Osijek möchte, fährt entweder über Kecskemét Novi Sad oder über Temeswar Novi Sad nach Osijek. Restaurants und Hotels für warten Passagiere dort und dann Zubringerzüge an die Main-Route. Die Passagiere können von den Umsteigebahnhöfen überall hin umsteigen und die Main-Routen verbinden geht ebenfalls. Das entschlackt auf den Main-Routen die Bahnhöfe ganz erheblich. Und speziell bei Steam gibt es bei den zu vergebenen Aufgaben ja, dass man auf dem Balkan 3000 Passagiere auf Umsteigebahnhöfen umsteigen lassen soll. Das spricht möglicherweise für meinen Tick in Europa schon wie USA
mit Umsteigebahnhöfen zu experimentieren. Ich habe bis jetzt Erfolg damit, deine Meinung dazu würde mich interessieren. Es gefällt mir hier bei dir alles gut, tolle Spielen, danke dafür, Gruß Fule. Ganz, ganz liebe Grüße auch an dich, schön, dass du dabei bist, vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Ich weiß nicht hundertprozentig, was du dir wünschst oder vorstellst. Wünschst du dir so Expressbahnhöfe, wie wir es hier eingerichtet haben in Osijek, auch in diesen, an diesen Orten, damit wir dann auch ein Restaurant mit reinbringen können, dass sie dort warten können? Oder ist es eher eine Sache, dass du sagst, hey, lass uns mal hier bei so einem Honigbahnhof in Popovic da beispielsweise einen Gasthof errichten, damit die Menschen dort hier umsteigen können, auch auf dem Landbahnhof? Das wäre nochmal cool, wenn du das nochmal erläutern würdest, und dann kriegen wir das sicherlich eingebracht. So, ihr Lieben, wir schauen uns das Ganze mal an. Erstmal wagen wir einen Blick auf die Aufgabenliste. Wir haben super viel Geld gerade gemacht und schauen uns die Honigladung an, und das ist wirklich knapp. Also Brot ist vollkommen in Ordnung. Die 86 haben wir schon erreicht. Das werden wir erreichen, und hier sind wir auch wirklich gut vorangekommen. 44 Ladung Honig müssen wir noch beliefern. Nach Keskemet beispielsweise. Oder nicht beispielsweise, nach Keskemet ganz sicher sogar. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Wir haben hier auch gerade keinen Honig, der weitergeliefert werden kann. Das Problem ist, wenn wir mal auf Budapest schauen. Ja, wobei hier ist schon Honig, was nachgefragt werden würde. Auch hier in Debrecen würde Honig nachgefragt werden. Das können wir alles weiterliefern. 3,9. Wir könnten auch überlegen, ob wir sagen, komm, wir stellen das ein, dass Honig priorisiert wird bei den Routen. Das müssen wir dann später nochmal zurückstellen. Aber das könnten wir tatsächlich machen, damit auf Routen, wo vieles anderes auch noch transportiert wird, zum Beispiel hier Post, dass wir dann dort definitiv immer den Honig mitnehmen. Vielleicht braucht ja auch Pressburg noch ein bisschen Honig. Ja, vielleicht werden wir auch hier mal einen Waggon mitnehmen können. Ein Waggon ist besser als kein Waggon. Wir haben hier auch überall diese Ausrufezeichen. Das liegt sicherlich auch so ein bisschen an dem Brot und an dem Honig. Hier in Budapest tatsächlich am Holz. Hatten wir nicht sogar gesagt, dass wir kein Holz liefern wollen? Nee, haben wir nicht gesagt. Also Holz und Getreide schließen wir mal aus. Das wollen wir nicht von Pressburg nach Budapest bringen lassen. Denn Holz und Getreide haben wir hier drüben. Das ist ein viel kürzerer Weg. Entweder machen wir das über ein Lager in Keskemet. Ich glaube, ja, machen wir am besten. Oder wir liefern das später nochmal hier rüber. Das könnten wir machen. Aber vorerst sollten wir das mit dem Lager in Keskemet durchaus hinbekommen. Diese Brücke wird irgendwann nochmal optimiert. Da wollen wir jetzt auf die Forschung sparen, die Train Manage vorgeschlagen hat. Das ist hier die Stahlbrücke. Und dann können wir ein bisschen preiswerter diese Brücke hier verdoppeln. Sehr schön. Wir werden ja auch immer mehr Zug haben auf dieser Strecke hier, das ist in Ordnung. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist einmal die Honigzüge nochmal optimieren. Das ist halt einfach gerade wichtig. Das müssen wir alle später wieder umstellen, aber wir brauchen ja gerade den Honig. Also, wir haben hier zwei Honigzüge. Der eine ist auf dem Weg zurück, der andere wird gerade gewartet, deswegen sehen wir gerade nicht, wie viel wir auf dieser Strecke haben. Aber wir sehen, die mittlere Bilanz dieses Zuges ist relativ gering. Bedeutet für uns, ja, so richtig viel Honig wird nicht abtransportiert. Das können wir sicherlich ändern, wenn wir uns nochmal die anderen Züge anschauen. Budapest Keskemet macht einfach 74.000. Das ist der Wahnsinn. Da könnten wir tatsächlich mal sagen, in Keskemet wollen wir den Honig priorisieren. Komm, wir machen das so. Wir werden da den Honig priorisieren. Und der Rest wird mitgenommen, was sie halt wollen. Und das müssen wir jetzt mit allen Zuglinien machen. Auch hier Keskemet Debrecen. Einfach aus dem Grund, dass wir den Honig
dann definitiv rausbekommen. So, dann haben wir hier Novi Sad Keskemet. Auch hier wird der Honig priorisiert. Meinetwegen nehmen wir hier auch die Priorisierung raus dieser Routen. Und Shiget Keskemet, auch hier wollen wir definitiv den Honig priorisieren. Sehr gut. Dann geht es natürlich weiter mit Shiget und Temeswar. Genau, diese Route hier. Auch diese Route wollen wir mit Honig beliefern. Und zwar priorisiert. Und Novi Sad, hier können wir auch eine neue Industrie bauen. Das ist ja großartig, das machen wir gleich. Liefert ja auch nach Osijek ein paar Honigtörtchen. Auch das können wir machen. Nach Temeswar meinetwegen auch. Das werden wir mit dem Honig alles natürlich nochmal umstellen müssen, sobald das mit dem Honig abgeschlossen ist. Aber für den Moment brauchen wir das. Ja, und in Budapest haben wir schon ein Lager. Und da können wir meinetwegen auch Honig lagern. Wichtig dafür ist jetzt allerdings, dass wir sagen, Keskemet Budapest. Da haben wir schon den Honig eingestellt. Nein, haben wir noch nicht. Dass wir hier den Honig priorisieren. Aber dass wir bei Budapest Pressburg sagen, er darf das auf gar keinen Fall aus Pressburg anliefern. Kann er auch nicht, weil dort kein Lager mit Honig ist. Wunderbar. Trotzdem werden wir auch hier den Honig priorisieren. Damit wir so viel Honig einfach auf die Strecke bekommen, wie es nur geht. Sehr schön. Damit ist schon mal die Honigachse bewältigt. Und wir können natürlich Honig auch noch nach Kolozsvár und nach Sibiu weiterleiten. Die beiden neuen Städte, die Zoggen nochmal angesprochen hatte. Und wo wir dann das Ganze weiterleiten können. Okay. Das bedeutet für uns, wir werden erstmal in Novi Sad eine Fabrik bauen und dann diese beiden Städte hier anschließen, die dann auch mit Honig beliefert werden. Und dann muss das hier in die Höhe schnellen. Irgendwie kriegen wir das hin. Und wenn wir das mit dem Vorschlagkammer machen. Wartung benötigt zwischen Getreidetrauben und Temeswar. Wir haben das Geld, dass wir uns hier auch ein Wartungsdepot leisten können. Gerne auf 100%. Wir haben hier einen Weichenkopf, das heißt, die können dort gut gegenseitig ausweichen. Das passt. Und Novi Sad bekommt eine zweite Industrie. Wir überlegen mal ganz kurz, was am meisten Sinn macht. Wir haben bereits Brot in Novi Sad. Wir hatten überlegt, dass man vielleicht Fleisch reinbringen könnte. Fleisch nach Novi Sad. Das könnten wir nach Osijek liefern, nach Temeswar und nach Shiget. Wir können relativ einfach an die Kühe kommen. Ja, sehr einfach sogar. Könnten wir natürlich auch in Shiget und Temeswar machen, aber warum nicht in Novi Sad jetzt schon mal? Dann könnten wir 1, 2, 3, vielleicht sogar Keskemet noch Städte mit Fleisch versorgen. Bei Keskemet gerne auch von Debrecen versorgt werden kann. Denn Kolozsvár hat ja ebenfalls wieder Fleisch am Start. Ja, ich denke mal, wir machen das. Wir machen Fleisch. Wir gucken uns trotzdem mal die Alternativen an. Was gäbe es alternativ noch? Also, Stoff gäbe es natürlich. Aber Stoff haben wir schon in Temeswar. Da müssen wir auch noch irgendwie Wolle hinbekommen. Hier oben. Von Kumfertheit nach Temeswar müsste noch Stoff hin. Ja, wir könnten uns auch überlegen, ob wir hier alternativ die Modeindustrie reinbauen. Würde super laufen zwischen Temeswar und Novi Sad, würden Mode auch nach Keskemet hochliefern. Wir wollten ja eigentlich in Keskemet die Mode bauen, wurde uns dann mit der Fleischindustrie verbaut. Warum dann nicht hier unten Mode? Das würde gehen. Oder ein Sägewerk. Sägewerk würde sich auch extrem anbieten. Wir haben, glaube ich, noch gar kein Sägewerk, außer in Pressburg. Sägewerk würde auch total Sinn ergeben. Doch wir haben kein Holz in der Nähe.
Das wäre nicht ganz so gut. Und alles Weitere ist dann... Ja, wird erst zu spät nachgefragt, würde ich behaupten. Olivenölfabrik. Wir hätten hier unten irgendwann Oliven. Ja, Dosenkäse. Porzellan. Nee, ist alles nichts, was uns, glaube ich, großartig angehen würde. Also, Modeindustrie ist, glaube ich, das Erste, was interessant wäre. Wir gucken einfach mal, was hier so das Erste wäre, was hier interessant werden könnte. Klar, Fleisch immer interessant. Und Mode ab 50.000. Und dann hätten wir schon den Stoff in Timisoara, den wir beliefern könnten. Ja, ich glaube, Mode macht hier gerade am meisten Sinn. Wir bauen eine Modefabrik hier hin. Wunderbar. Komm, wir bauen das mal so, dass das hier gut aussieht. So. Modefabrik ist gebaut. Dann kaufen wir, wo das noch günstig ist, die Weberei in Timisoara. Kostet ja nur 282.000 gerade. Das macht Sinn, vor allem wenn wir jetzt den Rabatt bekommen. Genau, hat jetzt nur 183.000 gekostet. Und die Wolle hier oben, die gehört uns ja auch bereits schon. Das heißt, wir können richtig einfach das nämlich hier oben ranführen. Und gehen dann einfach über die Holzstrecke. Also, dass wir hier sagen, komm. Wir gehen hier. Auf Gleis 2. 0% Steigung, Maximalgeschwindigkeit. Großartig. Gehen hier auf Gleis 1. Gliedern uns dann hier an. Sieht auch echt schön aus. Wunderbar. 1% Steigung. Stellen hier die Richtung ein. Ja, den Versorgungsturm würde ich, glaube ich, noch ein bisschen zurücksetzen. Vielleicht eher hier hin, dass wir ganz sicher keinen Stau haben. Brauchen hier hinten natürlich nochmal einen Weichenkopf. In Kumpfert halt. Ja, und dann ist das Ganze schon fertig. Dann können wir Wolle liefern nach Timisoara. Jetzt gehört uns die Wolle, uns gehört die Weberei und die Modeindustrie. Klar, Novi Sad fordert noch nicht Mode, aber es ist ja bald soweit. Wir sind hier schon bei 40.000. Das ist bald soweit. Und dann brauchen wir den Stoff, dann brauchen wir die Mode, dann läuft das hier richtig gut an. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wir brauchen jetzt natürlich noch einen Zug, der hier im Kumpfert halt nach Timisoara Stoff bringt. Das Ganze ist Cargo, Wolle, Timisoara. Das macht eine PLM 4D. Wunderbar. Übrigens freue ich mich auch immer über eure Kommentare, die so ein bisschen auf die Logs eingehen. Zum Beispiel hatten wir unter einem der älteren Folgen einen interessanten Kommentar über die... Na, was haben wir hier? Die bayerische AAI. Dass die hier eigentlich nicht ganz so historisch... Also nicht ganz so historisch eingebaut wurde. Und warum das so ist, finde ich immer sehr interessant. Hier steht auch nochmal historisch erschienen 1896. Und wofür sie gebraucht wird und so weiter. Finde ich immer cool, wenn ihr auch solche Infos mit reinstreut. Und wenn ihr das unter die ganz aktuelle Folge macht, dann kriegen wir sowas auch mal rein in die nächste Folge. Falls es andere auch interessiert. Und ich denke mal, für die meisten ist es sehr interessant, schätze ich mal. Wir brauchen, glaube ich, noch weitere Wartungsgebäude. Genau. Wir brauchen hier noch ein Wartungsgebäude. Einmal auf 100%. Wir brauchen hier oben sicherlich auch noch ein Wartungsgebäude. Nee, das haben wir schon gebaut. Sehr gut. Und haben wir hier einen Kumpfert halt? Hier haben wir auch noch keins. Genau, ich würde so an den Landbahnhöfen meistens immer einen Wartungsbahnhof haben wollen.
Wir brauchen noch einen Versorgungsturm zwischen Kumpferteid und Temeswar. Nein, brauchen wir nicht, weil wir haben uns an diesen hier angeschlossen. Wunderbar. Also Novi Sad wächst und gedeiht und hat jetzt auch die Modeindustrie dazu bekommen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wir hier und dort auch nochmal Bibliotheken und oder Universitäten bauen. Beispielsweise in Wien würde sich eine Universität anbieten. Wir sind zwar nicht bei der Bedarfsdeckung so weit, dass wir dann auf über 100.000 kämen. Aber die Bibliothek kann schon mal abgerissen werden. Und das darf auch in Pressburg einmal geschehen. Bibliothek abreißen. Was kostet denn eine Universität? 314.000. Ja, es macht erst Sinn, wenn wir die Bedarfsdeckung dann auf über 60% haben. Das wird jetzt in beiden Fällen um 10% sinken, weil die Bibliothek dafür gesorgt hat. Aber wir können an anderen Orten mal schauen, ob wir dort vielleicht noch eine Bibliothek bauen könnten. In Zagreb noch nicht. Sind zu wenig Einwohner. In Novi Sad wäre so ein Ort, wobei wir in Novi Sad diese Bedarfsdeckung gar nicht brauchen. Wir sind hier schon bei 88%. Da brauchen wir es gerade nicht. Wie viele Einwohner brauchen wir, um eine Bibliothek zu bauen? 50.000. Das heißt, Keskemet wäre noch so ein Ort, wo man nachschauen könnte. Und ja, hier würde sich das anbieten. Wir haben hier eine Bedarfsdeckung von 64,7%. Das heißt, wir rutschen bald unter 60% und die Stadt würde nicht mehr weiter wachsen. Hier würde sich eine Bibliothek absolut lohnen. Und wir brauchen ja hier auch unbedingt richtig viel Traffic für den Honig. Und deswegen machen wir das mal, dass wir sagen, komm, wir bauen hier eine Bibliothek hin, damit Keskemet weiter wächst. Und Debrecen könnte das durchaus auch gebrauchen. Könnten wir Debrecen auch wieder zum Wachsen bringen. Dann machen wir das doch. Wir haben ja auch das Geld, um da so ein bisschen rein zu investieren. Pressburg und Wien sehe ich natürlich auch als unsere Startstädte. Auch mit einer Universität auf kurz oder lang. Sehr schön. Okay, damit haben wir das gemacht. Dann schauen wir uns mal die neuen Städte an. Zum Beispiel hier Kolozsvár. Und Kolozsvár bekommt hier oben einen Bahnhof, dass wir hier unten noch einen Expressbahnhof bauen könnten. Und dieser Bahnhof wird jetzt verbunden mit Debrecen. Brauchen wir Gleis 1 und 2 für was anderes. Vielleicht hier später für diesen Quatsch hier. Wir gehen mal auf Gleis 3 und 4. Verbinden Gleis 3 und 4 mit Debrecen. Welche Gleise gehen wir hier? Auch auf 3 und 4. Oder wir bauen gleich einen 4er Weichenkopf hier hin. Ich glaube, wir bauen hier gleich einen 4er Weichenkopf hin, dann müssen wir uns nicht entscheiden. Und wir hätten die Möglichkeit, dann wirklich die Gleise zu nehmen, die wir brauchen. Beziehungsweise die gerade nicht benutzt werden. Sehr schön. Dann bauen wir mal einen 4er Weichenkopf. Jetzt die Frage, gehen wir trotzdem auf 3 und 4? Ja, ich würde sagen trotzdem. Hier von 3 und 4 auf dort 3 und 4. Wunderbar. Das soll uns 2 Millionen kosten durch die Tunnel, die maximal unnötig sind. Wenn wir hier nämlich gerade ausbleiben. Dann hätten wir hier nämlich nicht so einen starken Wechsel der Höhenlinien. Wenn ich hier noch ein bisschen weiter in die Kurve rein, um diese Höhenlinie hier zu vermeiden.
Dass es hier in die Höhenlinien reingeht, ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir sind immer noch bei 0%. Aber so wird aus einer 2 Millionen teuren Route eine 300.000 teuren Route. Und das ist, denke ich mal, ein guter Kompromiss. 272.000 für die Parallelroute. Wunderbar. Schalten die Höhenlinien aus. Und sagen mal, dass die Richtungen so vorgegeben werden. Wir bauen einen Weichenkopf. Hier drüben haben wir schon gebaut. Und dann brauchen wir noch einen Versorgungsturm. Den bauen wir mal hier hin. Colossevar, Debrecen sind verbunden. Beides Orte, wo Fleisch nicht nur nachgefragt, sondern auch geliefert wird. Aber das ist in Ordnung. Die Trauben hier schließen wir gleich an. Dann werden wir auch direkt Sibiu mit anschließen. Wunderbar. Sibiu braucht die linken Spuren nicht, eher die rechten Spuren. Das heißt, Sibiu geht auf 1 und 2. Colossevar braucht 1 und 2 später für die Holzroute. Das heißt, wir gehen hier auch auf 3 und 4. Von 1 und 2 auf 3 und 4. Ja, haben hier wieder ein Höhenlinienproblem, was aber sehr leicht zu beheben ist. Rechts daneben kommt noch die andere Strecke lang. Wunderbar. 156.000. 1 und 2. 3 und 4. Wunderbar. Bauen wir auch. Jetzt haben wir gleich kein Geld mehr. Es geht leider immer schneller mit dem Geld, als man denkt. Aber wir haben auch coole Investitionen gemacht. Und was ich euch auch sagen wollte, habe ich ganz vergessen am Anfang der Folge. Ich habe eine Errungenschaft bekommen bei Railway Empire 2, dass ich insgesamt, und den allergrößten Teil davon haben wir gemeinsam erlebt, dass ich insgesamt über 100.000 Kilometer Gleis verlegt habe. Wie cool, oder? Das wollte ich euch noch mitteilen. Hier brauchen wir auch noch einen Weichenkopf. Wunderbar. Colossevar und Sibiu. Dort werden Züge hin und her fahren. 43 Bahnhöfe sind angeschlossen. Wirklich so viele? Hier stehen 25. Achso, schließe außerhalb von Städten 50 Bahnhöfe an. Ah, okay. Und wir haben mit den Städten zusammen 43 bereits. Das ist ja cool. Wir machen mal ein bisschen weiter, dass wir uns auch gleich noch mehr leisten können. Und ich baue in Colossevar schon mal einen Wartungsbahnhof rein. Der aber nur bei 70%. Oder vielleicht nur bei 60%. Ja, nur bei 60% wartet. Das heißt, dass die Züge zwischen Debrecen und Colossevar und zwischen Sibiu und Colossevar durchaus gewartet werden können, aber die ganzen Landzüge dann auf ihrem Landbahnhof warten. Okay. Ja, dann können wir gerne schon mal die ersten Züge raufschicken. Also Debrecen, Colossevar darf gerne einer rauf. Das ist ein Mixzug. Und das wird die TAF natürlich. TAF-Mixzug braucht sich um nichts weiter kümmern. Allerdings könnte ich mir in Debrecen ein Lager vorstellen mit Honig. Und der Honig könnte dann nämlich auch weitergeliefert werden. Dann könnten wir den Honig noch priorisieren. Wunderbar. Colossevar bekommt dann auch noch ein Lager und dann wird da auch Honig reingetan. Wir haben diese Quest und wir wollen sie natürlich erfüllen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal alles machen und alles versuchen. Auch hier wird jetzt Honig reingetan. Wir werden auch das Lager anderweitig nutzen, ist ja klar, aber erstmal auch dafür. Und
Und dann setzen wir hier den nächsten Zug ein zwischen Kolozsvár und Sibiu. Das ist eine Mixroute. Und mit der TAF wird insbesondere Honig geliefert. Bestätigen. Deutsche Bahn AG hängt alle ab. Wert erreicht 58 Millionen. Ja, vor ein paar Folgen haben wir wirklich noch um die 32 Millionen gezittert. Jetzt. Noch nicht mal ein halbes Jahr später sind wir 16 Millionen reicher oder mehr wert, besser gesagt. Das finde ich echt wahnsinnig. Sehr schön, Kolozsvár und Sibiu sind angeschlossen und jetzt können wir natürlich hier in die Routen reingehen. Oliven werden hier noch nicht nachgefragt, aber Holz und Getreide könnten wir nach Sibiu fördern und das wird dann von hier nach Kolozsvár weitergeliefert. Ja, kann man durchaus machen. Trauben dann nach Sibiu. Ich denke, das machen wir auch. Jetzt nichts, was wir kaufen, aber das können wir durchaus mal reinbringen. Ja, einmal ganz kurz in die Höhenlinien reingehen. So. So. Wir sind ja die reitende Elite. Werden schon mal die nächsten Bahnhöfe gebaut, die wir brauchen. Höhenlinien werden ausgeschaltet und ich baue noch mal ein paar Gleise. Erstmal Holz nach Sibiu. Gehen wir mit Holz auch auf die 1 und auf die 2. Ja, wenn es irgendwann nicht mehr klappt, dann können wir einen 4er Weichenkopf einrichten oder auf 3, 4 gehen. Jetzt gerade sollte das klappen. Wunderbar, schauen uns die Höhenlinien an. Auweia, das tut weh. Ist aber, und das müssen wir natürlich ganz klar sagen, nur ein Cargozug und auch nur Holz. Holz brauchen wir hier jedenfalls noch nicht in Massen. Der darf sich gern ein bisschen anstrengen, der Zug. 2% Steigung, 3% Steigung. Ist absolut in Ordnung. 123.000. Und 175.000 nehmen wir mit. Wir bauen einen Weichenkopf rein. Zack. Und zack. Haben wir hier noch keinen Weichenkopf? Doch, haben wir. Alles klar. Und höchstwahrscheinlich kann das sogar ein Zug machen. Vorerst mit Holz und mit Getreide. Oder? Was meint ihr? Höchstwahrscheinlich schon, oder? Ich denke schon. Prozent Steigung, hier bei 2% und das so nah am Berg, ich glaube, das ist cool. Das nehmen wir genauso mit. Und ich würde sagen, genau, das macht ein Zug, der kümmert sich um Holz und um Getreide, gerade am Anfang. Brauchen wir hier nicht zwei Züge, machen wir häufig. 6% ist natürlich brutal, aber es ist in Ordnung für so einen Getreidezug. Weichenkopf wird gebaut. Hier drüben haben wir den Weichenkopf bereits. Sehr schön, dann setzen wir einen ein. Genau. Das Ganze ist Cargo, Holz, Getreide nach Sibiu.
Holz schreibt man mit H. Und das macht eine PLM 4D. Ihr müsst auch genügend Power haben. Und in Sibiu können wir uns durchaus eine Lagerhalle gönnen, wo Getreide und Holz auch gelagert wird für Kolosvar. Das ist schon okay. Brauchen trotzdem noch Wartungsgebäude. Da reicht ja erstmal ein Wartungsdepot beim Holz. Brauchen wir gar nicht beim Getreide bauen, denn er fährt ja sowieso ständig beim Holz wieder vorbei. Das ist in Ordnung. Dann gucken wir mal zum Vieh. Und das Vieh muss ja auch transportiert werden. Das allerdings nach Kolosvar. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier auf 5 und 6. Ja, 0% Steigung, 1% Steigung. Können gerne hier außenrum fahren, damit habe ich gar kein Problem. 1% Steigung, Maximalgeschwindigkeit. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das bauen wir. Und bauen auch das Parallelgleis. Für 150.000, was wirklich ein Schnapper ist, wenn man überlegt, dass wir auf beiden Seiten ein weiteres Gleis anschließen mussten. Endlich ist die Sparroute vorbei und wir können uns wirklich auch mal hier Doppelgleise und so leisten. Das habe ich ja vorher immer versucht zu umgehen. Jetzt können wir uns das erstens leisten, weil wir wirklich einen guten Cashflow haben. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch nichts, wo wir jetzt unbedingt so stark sparen müssten, dass wir da sonst in Probleme kommen würden. So, haben wir auch zwischen Kolosvar und Sibiu schon was? Ne, ich glaube auch noch nicht. So, wir haben nochmal ein paar Versorgungstürme gebaut. Cool. Setzen wir hier auch schon mal einen Zug rein. Mit Kolosvar auch mit Vieh versorgt wird. Cargo-Vieh nach Kolosvar. Mit einer PLM 4D. Ab geht die wilde Fahrt. Und dann brauchen wir noch ein paar Träubchen. Und die lagern wir hier natürlich dann auch. Die können dann auch nach Sibiu gebracht werden. Meinetwegen nach Debrecen. Debrecen kommt dann aus Keskmet-Trauben und aus Kolosvar. Könnte hier später auch eigene Trauben bekommen. Ja, okay, verstehe ich schon. Brauchen wir aber erstmal noch nicht. Und wir gehen hier natürlich auch hier in diese Gleise rein. In die Viehgleise. So. So spät wie es geht, wechseln wir dann das Gleis. Genau so. Ah, irgendwas will gerade nicht. Hier hinten will er nicht. So. Wir schauen uns die Höhenlinien an. Ist ja überhaupt nicht schlimm. 0% Steigung, Maximalgeschwindigkeit. So ist es hübsch. Und apropos hübsch, das sieht auch cool aus hier. Wie das so in zwei Richtungen geht, hier sogar viergleisig, vierspurig. Das ist hübsch. Doch ich kann es wieder nicht bauen. Irgendwo ist ein Problem, hier ist ein Problem. Alles klar. Diesmal kein Versorgungsturm, der an dieser Misere schuld ist. Das Spiel hat halt manchmal so seine kleinen Macken, aber das ist auch irgendwie
sympathisch. Wenn ihr so an eure Lieblingsspiele aus der Kindheit denkt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch an ganz viele Bugs denken. Und Bugs können, wie ich finde, auch wirklich sympathisch sein. Mein erstes RPG, was ich gespielt habe, war Gothic. Und ich hab's wahrscheinlich auch aufgrund der Bugs so geliebt, weil es halt einfach auch großartig war. Weil es einfach auch großartig charmant war. Mit den Bugs vor allem. Sehr schön. Deutsche Bahn hat nun 47 Anschlüsse und wir sind bei 29 Landbahnhöfen mittlerweile. 59 Ladung Honig, das geht mir deutlich zu langsam. Aber so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Ribio wächst in der doppelten Geschwindigkeit, 88% Bedarfsdeckung. Hier in Kolosvar bei 70% wächst aber auch. Die Züge sind aber auch noch nicht alle drauf auf der Spur und trotzdem sieht es schon so gut aus. Ich finde es cool. Das gefällt mir sehr gut. Wir brauchen zum Beispiel noch den Traubenzug nach Kolosvar. Und da kommt ein Kühlwagen wieder ran mit einer PLM 4D und darf gerne reingehen. So, dann haben wir die beiden Städte auch mit angeschlossen. Die steigen um in Debrecen, in Kolosvar bis nach Sibiu. Also man kann jetzt in der Theorie von Wien bis nach Sibiu fahren mit Umstiegen und das läuft auch. Die Frage ist nur, wollen die Leute denn auch bis nach Wien? Was haben wir denn hier, wenn wir Sibiu uns anschauen? Also das, was wirklich ganz weit weg liegt. Kolosvar natürlich, Temeswar, Debrecen, das macht ja alles Sinn. Cheget sogar. Haben wir Novi Sad noch drin? Ja, Novi Sad auch mit dabei. Dann macht ja auch Keskeme total Sinn. Genau, das ist dann aber auch schon die Grenze, wo die hinwollen. Aber von Debrecen wollen die sicherlich bis nach Wien, oder? Von Debrecen bis nach Wien? Ja. Wo ist denn hier die Grenze? Kolosvar bis nach Pressburg zumindest. Also Wien haben wir hier nicht mehr drin. Das ist hier nämlich genau die Grenze dann. Aber haben wir Pressburg noch mit dabei? Ich glaube nicht. Nee, aber Budapest zumindest. Und Osijek auch. Also trotzdem haben wir hier noch viele Passagiere, die von A nach B gebracht werden wollen. Mit teilweise wirklich irren Wegen. Mit irren Umwegen. Zagreb muss früher oder später mal verbessert werden, weil hier sind die Züge. Ich meine, die machen kein Minus, die machen ganz wenig Plus. Aber es ist natürlich kein Zustand hier in Zagreb. Aber ist wichtig aufgrund der Zuglinien. Und da können wir durchaus auch mal die Expresslinien angehen und die spezialisieren. Ich würde sagen, das machen wir. Wir gehen auf die Zuglinien rauf, gucken nach mittlerer Bilanz und sehen, boah, Budapest, Pressburg, 57.000. Budapest, Keskeme, 52.000. Also Budapest hier wirklich der Nabel der Welt. Das hier, diese Strecke hier, die sich hier durchgefräst hat, die hat sich ja sowas von gelohnt. Das war das Beste, was wir bisher gebaut haben. Keskeme, Debrecen. Klar, aber hier liegen natürlich auch immer mehrere Züge drauf. Post Wien nach Pressburg, ein einzelner Zug, 40.000, wow. Also das ist schon immer sehr stark. Osijek Zagreb ist ein Expresszug. Den können wir uns mal anschauen. Ja, das ist der, den wir eben schon gesehen haben. Den wollen wir... Ja, den wollen wir umgestalten. Du wirst ein... Postzug. Post von Osijek nach Zagreb. Wir nehmen den Speisewagen weg. Du bleibst bei der bayerischen AAI. Das hier passt alles, bis auf die Erlaubnis, Passagiere mitzunehmen. Denn du wirst nur Post mitnehmen. Bestätigen wir. Jetzt, mein Freund, also zum Beispiel, das finde ich auch cool, der Postwagen, der Speisewagen, der verschwindet jetzt nicht, sondern wird erst abgegeben
am Zielort. Auch wenn wir jetzt hier Passagiere dabei gehabt hätten, wären die jetzt nicht verschwunden, sondern wären noch abgeliefert worden. Wir gehen jetzt auf Zuglinie kopieren. Und jetzt haben wir hier eine RE-Route von Zagreb nach Osijek. Bayerische AAI, kein Postwagen, sondern Speisewagen. Und dann gestalten wir das hier einmal genau um. So. Wunderbar. Und dann haben wir hier einen dedizierten Postzug und einen dedizierten Passagierzug zwischen zwei Städten, die wirklich sehr klein sind. Osijek hat nur 18.000 Einwohner, Zagreb hat nur 20.000 Einwohner. Aber das ist jetzt hier so befahren, weil die Leute zum Beispiel von Pressburg nach Novi Sad wollen oder nach Temeswar oder nach Szeged, und das läuft alles über diese Route hier. Das ist richtig stark. Also auch nochmal auf die Frage von Funum einzugehen, mit Umstiegsbahnhöfen zu arbeiten, ist super stark, weil es die ganzen anderen Expressrouten natürlich auch noch weiter befeuert. Das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Jetzt ist die große Frage, haben wir noch mehr solcher Linien? Wir gucken einfach mal auf unsere Linien und gucken, ob wir irgendwo ein E vorne sehen. Beziehungsweise wir buchstabieren sie mal nach Name, dafür haben wir es ja gemacht. Ne, nach C kommt M, keine Expresslok mehr. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Postloks, 1, 2, 3 REs. Und hier die Zulieferungszüge, die Z-Züge sind die einzigen, die eine negative Bilanz haben dürfen. Wir gucken einmal ganz kurz, ob das stimmt. Nein, Honig nach Kecskemét ist auch noch im negativen Bereich und Holz nach Temeswar. Okay, da haben wir aber auch zwei Züge drauf. Dann machen wir das, dann bauen wir das ab auf einen Zug. Und die Z-Züge, die dürfen im negativen Bereich sein und Honig nach Kecskemét. Ja, ist halt einfach notwendig, dass wir die haben. Aber da kommt jetzt auch langsam wieder mehr Zug drauf. Weil, ja, hier hinten mal ein bisschen Honig hinkommen muss nach Sibiu. Na, immerhin. Immerhin kommt jetzt hier ein bisschen noch was drauf. Sind wir bei 68 bereits. Oh, das wird trotzdem eng. Das wird trotzdem eng. Das hier unten wird ganz einfach. Einnahmen die Passagiere wird auch ganz einfach. Natürlich auch aus dem Grund, weil wir die Luxuszugverbindung bald mal machen. Also wir gehen jetzt erstmal hier auf die Stahlbrücke, dann holen wir uns diese Sachen hier noch. Und ich hätte dann gerne, also die erste Luxuszugverbindung, ich glaube, wir sind uns alle einig, wird von Pressburg nach Budapest sein. Wir haben hier schon eine Mixroute und das bleibt auch eine Mixroute. Entweder stecken sich die Menschen hier gemeinsam mit anderen in so einer blöden Taff und anderen Produktzügen hier rein und versuchen sich hier durchzuquetschen, relativ langsam. Oder sie nehmen den schnellen Weg durch das Gebirge durch und müssen extra draufzahlen. Das wird cool. Das wird richtig cool. Genau. Also das hier wird unsere erste Luxuszugverbindung. Und dann können wir auch gerne von Budapest nach Kecskemét eine Luxuszugverbindung bauen. Dann wird hier wahrscheinlich der erste Tunnel mal stattfinden. Entweder wird die Luxuszugverbindung Tunnel bauen oder wir reißen hier ein Stück ab, lassen die Luxuszugverbindung hier ganz normal reinlaufen und dann geht hier die Cargo-Route in den Tunnel. Und hier kann ich mir auch gut vorstellen, Debrecen, Kolozsvár, Sibiu mit einer Expresslinie zu verbinden. Das macht auch total viel Sinn. Die Frage ist nur, wo geht es dann weiter für uns? Geht's in die Walachei? Boah, Walachei ist natürlich riesig. Kostet uns 1,7 Millionen. Wir hätten aber hier Varna, Russe, Bukarest, Pitești, Craiova, Brasov und auch eine Menge, ja, auch eine ganze Menge an Rohstoffen. 6 Städte und 12 Betriebe.
Zentralbulgarien macht keinen Sinn. Serbien könnten wir machen. Belgrad an Novi Sad anschließen. Ja, Serbien auf jeden Fall mit Nis und Belgrad. Sehr interessant, auch von den Höhenlinien hier. Also das wird Spaß bringen, das zu bauen. Die Frage ist, wollen wir uns das noch aufsparen, bis wir ein bisschen mehr Geld haben? Bosnien würde sich noch anbieten. Spalato, Sarajevo und Mostar. Ja, Osijek. Endlich mal Zagreb. Verbinden, auf Zagreb ein bisschen Zug zu bekommen. Ja. Wien und Pressburg könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da auch nochmal reingehen. In die Optimierung, um sie auf über 100.000 zu bekommen. Und da würde ich jetzt mal ganz frech sagen, komm, wir machen das. Wir werden jetzt hier eine Universität bauen. Wien kann wachsen. Hier müssen wir eh nicht weiter. Hier links gibt es ja nichts mehr. Können wir auch die Gleise zubauen. Wien bekommt eine Universität. Für Pressburg haben wir jetzt nicht das Geld, aber Pressburg hat auch nicht die Bedarfsdeckung, ist aber so am Rand. Also Pressburg könnte relativ schnell wachsen und Wien auch. Weil Wien wächst jetzt zumindest auch. Und das finde ich schön. Das finde ich schön. Ja. Sagt gerne Bescheid, was ihr fürs nächste Mal sehen wollt. Also, die Honigladung brauchen wir weiterhin im Fokus. Sonst geht das daneben. Brot sieht ganz gut aus. Wollt ihr schon in die Luxuszugverbindung hier rein, nach Budapest? Dann könnten wir im selben Zug auch die Brücke hier erweitern, denn wir sind bald fertig mit den Innovationspunkten. Wollt ihr vielleicht Bosnien anschließen, um ein bisschen Zug auf Zagreb zu bekommen? Oder lieber Serbien, um Novi Sad noch ein bisschen mehr zu unterstützen? Oder geht es gar für uns in die Walachei, weil wir hier richtig viel anschließen können? Und wir würden natürlich Konstantinopel relativ nahe kommen damit, mit der Walachei. Es ist eure Entscheidung. Schreibt es gerne rein in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ob ihr noch andere Wünsche oder Anmerkungen habt zur heutigen Folge. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich freue mich vor allem auf die nächste Folge. Was haben wir heute schon wieder geschafft? Sibiu, Koloswar, die ganzen Landbahnhöfe hier. Nochmal Honig verbessert, Bibliotheken abgerissen, Bibliothek gebaut, Universität gebaut. Ja, das sieht schon alles cool aus. Und vor allem die Modeindustrie hier, Leute. Die Modeindustrie. Die wird auch bald interessant werden. Wir sind bei 45.000. 50.000 ist nicht weit. Und hier der Stoff oder das Stoff wird jetzt endlich auch mal produziert. Das ist gut. Und hier auch dieser Wollbahnhof oder diese Wollfabrik. Endlich kommt hier auch mehr Zug drauf. 122.000 Profit alleine dort schon. Das sieht alles so gut aus. Ich bin so zufrieden. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Unternehmen rein, oder? Ganz kurz nochmal. 60 Millionen. 60 Millionen. Ein Jahr später, nach der Sache mit den 32 Millionen. Das ist ja jetzt ein halbes Jahr erst später. Ein Jahr später werden wir das verdoppelt haben. Und wir haben so gezittert. Jetzt geht es wirklich richtig, richtig voran. Auslastung der Produktion 75%, finde ich zum jetzigen Zeitpunkt echt stark. Mittlere Bilanz von 2,5 Millionen, 300 Waggons im Einsatz, 15 Expresszüge, 78 Züge im Einsatz, 7.000 Kilometer Streckenlänge, 47 Bahnhöfe. Das sieht gut aus. Und hier auch Fabriken, 20 Millionen Unternehmenswert. Wow. Was das hier ausmacht. Wir haben ja gar nicht so viele Fabriken. 8 Stück. Wow. Quartalsbericht. Ich freue mich so sehr auf den nächsten. Der nächste kommt ja bald. Der wird auch bestimmt noch mal explodieren. Ach, das sieht alles großartig aus. Wisst ihr was? Ich bin so gut drauf. Wir zahlen jetzt noch ein paar Boni, oder? Für unsere Lokführer? Wir zahlen jetzt noch ein paar Boni. Wir zahlen einen Boni, einen Bonus für unsere Lokführer.
Ein Bonus an die Heizer. Ein Bonus an das Zugpersonal. Ein Bonus an die Sicherheitskräfte. Und Saboteure wollen wir nicht haben. So, jetzt haben wir wirklich alles getan. Jetzt kann ich euch verabschieden. Ich komme gar nicht mehr von euch los. Merkt ihr das? Zum Glück geht es in der nächsten Folge weiter. Bis zum nächsten Mal.